Einen wunderschönen guten Morgen, liebe CrossFit-Enthusiasten, und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Good Morning Murph, dem CrossFit-Podcast made with love in Austria. Um die Athletin, die heute bei mir ist, halbwegs würdig anzukündigen, muss ich zuerst mal ganz tief Luft holen. Sie ist sowohl im Weightlifting als auch im CrossFit einer der besten, die wir in Österreich haben, meistens sogar die beste. Und vor ein paar Wochen gab es einen Zeitraum von 65 Tagen, in dem hat sie Österreich bei den European Weightlifting Championships in Armenien vertreten. Sie wurde auch österreichische Staatsmeisterin. Sie hat mehrere österreichische Rekorde aufgestellt. Sie hat die CrossFit Semifinals in Berlin gerockt. Sie war danach auf einem Trainingscamp in Teneriffa und sie hat dann auch noch die Pride gefeiert. Liebe Paula Zikowski, herzlich willkommen bei Good Morning Murph. Hallo. Paula, das waren 2 Monate. So voll war mein Kalender mein Leben lang noch nicht. Bist du seitdem wieder halbwegs zum Atmen gekommen? Ich muss sagen, mittlerweile, ja, wird es schon langsam wieder, habe aber schon ein bisschen gebraucht, um runterzukommen, und jetzt fühlt sich gerade alles so ein bisschen wie gedämpft an. Ja, es war schon eine extrem stressige Zeit, oder? Es war schon sehr, sehr stressig, heißt aber nicht, dass es nicht auch genauso viel Spaß gemacht hat, und auch wenn es sehr stressig war, ich würde nichts davon nicht gemacht haben wollen. Okay, also, bevor wir voll reinstarten. Wir haben eine Vorgabe von deiner Trainerin für die heutige Folge bekommen, nämlich von der Vicky Hahn. Grüße an die Vicky Hahn an der Stelle. Wir dürfen heute nur deutschsprachige Olympic Weightlifting Begriffe verwenden. Und sollten wir das nicht tun, was war die Strafe? Ich glaube 10 Burpees. 10 Burpees pro Verstoß? Genau. Okay. Muss ich mich wirklich zusammenreißen? Ich bin nämlich gar nicht geübt in den deutschsprachigen Olympic Weightlifting Begriffen, aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Paula. Bevor wir in das, was ich gerade aufgezählt habe, alles reinstarten, mich interessiert immer, wo kommen österreichische CrossFit-Athleten aus der sportlichen Vergangenheit her? Und du hast ja nicht immer CrossFit und nicht immer Weightlifting gemacht. CrossFit gibt es ja in Österreich noch gar nicht so lange, auch wenn du noch sehr, sehr jung bist, aber so lange gibt es CrossFit noch nicht. Wie sieht deine sportliche Vergangenheit vor CrossFit, vor Weightlifting aus? Ich habe immer ziemlich viel verschiedenen Sport gemacht, als Kind schon. Mhm. Also ich war, glaube ich, ein sehr, sehr aktives Kind an sich. Und meine Mama hat mich in circa jede Sportart gesteckt, die es einfach bei uns im Ort damals gab. Ja. Was angefangen hat mit Kinderturnen, über Basketball, über Karate. Karate auch? Ja, Karate auch. Du hast Kampfsportarten gemacht? Wow. Ja, okay. Bis ich 14 war, glaube ich sogar. Unterschiedlich färbige Gürtel bilde ich mir ein. Man fängt mit einem weißen an. So ist es. Bis wohin bist du gekommen oder ist das in Kinderjahren nicht so genau? Ich habe den zweiten braunen Gurt gemacht. Es gibt beim Karate gibt es dann, okay, ich weiß nicht genau, welche Farben es alle davor gab. Es gibt dann 3 braune, mhm, und ich weiß nicht genau, wie viele schwarze. Es gibt unterschiedlich viele schwarze? Ja, es gibt unterschiedlich viele schwarze. Okay, für mich war schwarz immer schwarz. Ja. Okay. Und das beginnt eben mit gelben Spitzen und dann ganzer gelber Gürtel und dann grüne Spitzen. Ich weiß, also es ist ein sehr bunter Gürtelsport. Ja. Okay. Aber du bist nicht zum zweiten braunen. Also genau. Doch, relativ weit, weil braun ist schon relativ dunkel. Danach gibt es eigentlich nur noch schwarz. Ja, ich habe das dann doch recht lang gemacht. Ich glaube, ich habe mit 6 sowas angefangen, weil das war eine der Sportarten, die man schon voll früh hat uns machen können. Und habe das dann eben doch um die 8 Jahre gemacht. Mhm. Dementsprechend, dann kommt man, glaube ich, doch recht weit. Ja. 8 Jahre ist echt lang. Das heißt, du hast wann begonnen circa? Ich glaube mit 6 sowas, aber Karate kann ich leider nicht so genau sagen, wann ich da angefangen habe. Aber es sind fast alle, die in meinem Alter angefangen haben und so lange gemacht haben, wie ich circa so weit kommen. Mhm. Verstehe. Ja. Und also es waren aber auch Teamsportarten, weil du hast Basketball gesagt. Genau, ja. Wie lange hast du Basketball gespielt? Basketball habe ich gespielt, bis ich 19 war, glaube ich. Dann habe ich mal kurz aufgehört. Mhm. Dann habe ich wieder angefangen, aber nur ein Jahr sowas in die Richtung. Und dann habe ich komplett aufgehört. Weißt du, wann du mit Basketball begonnen hast? Wie alt du da warst? Ich glaube auch mit 6 sowas. Auch mit 6. Das war alles so um den Dreh herum, würde ich sagen. Ich frage nämlich aus einem ganz bestimmten Grund, wann du angefangen hast. Ich habe dich natürlich gestalkt, bevor wir diese Folge begonnen haben. Okay. Und ich habe 2 echt coole Fotos von dir gefunden, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es du bist. Ich bin mir nicht hundertprozentig, dass es du bist. Okay. Ich würde dir gerne kurz zeigen. Okay. Und du erzählst uns dann vielleicht ein bisschen den Hintergrund dazu. Okay, jetzt bin ich gespannt.
Okay, wow, ja. Du darfst mir jetzt auch sagen, ob ich die zeigen darf oder nicht. Ja, sicher. Okay. Ich glaube, es sind welche der ersten Fotos, die man findet, wenn man meinen Namen googelt. Also jeder, der es noch nicht gemacht hat, Paula Zichowski googeln. Ja, also es ist nicht so nicht so geheim, okay. Weil ja, man findet sie ja recht leicht. Ja, das sind zwei Fotos vom Basketball. Mhm. Ich tue mir total schwer zu schätzen, wie alt du auf den Fotos bist. Auf dem linken sicher jünger als auf dem rechten. Aber ich schätze so links ja, neun. Ich glaube, ich war sogar schon ein bisschen älter. Älter? Weil ich hatte zwischendurch eine Zahnspange, aber da war ich schon im Gymnasium. Ah, okay. Ich würde sagen 11, 12. Okay. 11, 12 und rechts dann wahrscheinlich so 13, 14? Sowas in die Richtung, ja. Würde ich sagen. Ja, wir haben immer wieder so Spielerporträts gemacht. Mhm. Und ich weiß auch echt nicht, warum die so schrecklich worden sind. Nein, das stimmt nicht. Du bist auf beiden super happy. Ja, auf dem rechten bin ich sehr happy, auf dem linken ein bisschen verzweifelt. Bist du nicht ganz sicher, ob du happy bist? Das linke, weiß ich noch, das wurde direkt nach einem Match gemacht. Deswegen warst du noch ein bisschen rot im Gesicht, glaube ich. Deswegen habe ich ziemlich fertig ausgeschaut, ja. Und ich weiß auch nicht, warum dieser Zeitpunkt dafür gewählt wurde, aber ja, das rechte ist irgendwann vor einem Training gemacht worden, aber es waren ja deswegen so Spielerporträtsfotos und es hat immer wieder wer neuer diese Homepage gemacht und hat dann gemeint, ja, macht schnell neue Fotos und dann war es so, okay, machen jetzt ein neues Foto, so, okay. Wir machen neue Fotos, jetzt. Genau. Okay. Basketball, Turnen, Karate, Reiten. Reiten, ja. Reiten begleitet dich bis heute. Wann hat der Sport bei dir begonnen? Ich würde auch sagen 6, 7 sowas. Wow, hast du Schule auch gemacht? Oder? Ja, ich habe dann doch noch eine Schule gemacht. Ja, Reiten ist ein bisschen komplizierter. Mhm. Meine Mama hatte immer Angst vor Pferden. Okay. Meine Tante war aber schon immer im Stall und hat auch mal kurz Tiermedizin, also Veterinärmedizin studiert. Also ich war immer mehr in die Richtung. Und meine Mama war mal ein Wochenende nicht da und ich war bei meiner Tante. Mhm. Und sie hat mich in den Stall mitgenommen. Und als meine Mama zurückgekommen ist, war ich so, ja, ich gehe jetzt reiten und voltigieren. Und was ich weiß, war meine Mama nicht sehr begeistert, aber ich habe mich halt dann durchgesetzt. Ja gut, wenn deine Mama Angst vor Pferden hat und du fängst an mit Voltigieren, was, erklär ganz kurz Voltigieren für alle, die sich im Pferdesport nicht auskennen, so wie ich. Also, was macht man beim Voltigieren? Es ist eigentlich Turnen auf einem Pferd. Eigentlich ist es Turnen auf einem Pferd. Also das Pferd läuft im Kreis, glaube ich, an einer Leine. Genau. Und du machst Dinge drauf, die ich nicht einmal im Boden mit Safety Spot schaffe. Ja, so circa macht halt Handstände, Rollen, alles durch die Bank, was man so beim Bodenturnen quasi macht. Also nicht alles, weil es ist doch noch auf einem Pferd, aber macht man auf einem Pferd, genau. Und der Sport begleitet dich also, seitdem du auch circa 6 bist? Ja. Ja. Und den machst du ja auch heute noch? Genau, den mache ich heute noch. Ich habe auch den Sport zwischendurch mal aufgehört. Mhm. Dass ich so ziemlich jeden Sport aufgehört habe, war so Anfang meiner Studienzeit in Krems, weil es war mit Hin- und Herfahren stressig und dann war halt Anfang der Studienzeit und ich bin eigentlich nur fortgegangen. Dann habe ich kurz mal jeden Sport aufgehört und dann habe ich aber Voltigieren wieder angefangen und auch zeitgleich circa CrossFit. Das ist interessant. Wann und warum? Was hat dich zu CrossFit gebracht? Ich weiß nicht, ich glaube CrossFit war 2016, ich glaube, oder? Ergibt laut deinen Stats bei den Open Sinn. Ja, habe ich 2016 die ersten Open gemacht. Du hast 2017 die ersten Open gemacht? Ja, ich glaube, ich habe 2016 angefangen. Mhm. Ich habe, ich glaube, 2015 zu studieren angefangen. Mhm. Und dann habe ich eben, am Anfang habe ich es noch gemacht, Voltigieren. Dann habe ich eben aufgehört. Dann habe ich mir aber gedacht, so ja, eigentlich will ich doch wieder Sport machen. Und in der Schwagau gab es ein Fitnesscenter. Das hat so gratis Probewochen angeboten. Mhm. Und die habe ich dann halt mal gemacht, weil ich dachte so, ja, schauen wir uns halt mal an, weil es ist im eigenen Ort und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch schon wieder fast daheim gewohnt. Ich habe dazwischen mal in Krems gewohnt. Mhm, zum Studieren. Zum Studieren, genau. Ja. Und bin dann aber doch so viel hin und her gependelt, dass wir gesagt haben, ja, ich brauche eigentlich keine Wohnung in Krems, das zahlt sich hinten und vorne nicht aus, weil ich so viel pendel, dass ich dann wieder daheim gewohnt habe und deswegen habe ich gedacht, ja, ich probiere das halt dort mal aus. Und dort gab es auch CrossFit.
In dem Gym, in dem du dich angemeldet hast? Genau. Okay. Also so Probestunden, hast du gesagt, waren das? Es war eine Gratis-Probewoche. Ja, okay. Und da gab es auch CrossFit. Genau, es war ein sehr kleines CrossFit und es war auch eher CrossFit unter Anführungszeichen, aber es war in die Richtung CrossFit. Und dann habe ich da eine Stunde gemacht und bin in der Sekunde reingekippt. Also ich habe eine Stunde gemacht und ab dann eigentlich jeden Tag. Und die, der das Fitnesscenter gehört hat, das gibt es jetzt nicht mehr, hat selber in Wien CrossFit gemacht, im Loft damals, also CrossFit Vienna. Und hat mich mal mitgenommen und so bin ich dann irgendwie reingekippt. Ziemlich reingekippt, würde ich meinen. Ja, eigentlich sehr reingekippt. Du bist jetzt im Koi, bilde ich mir ein, zumindest den größten Teil deiner CrossFit-Zeit verbringst du im Koi, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber ich sehe dich auch immer wieder im Triller, ich sehe dich sehr selten hier im Arch. Aber du teilst das quasi so ein bisschen auf in den Österreichischen, also ja, in Wiener Boxen. Also das ist ein bisschen kompliziert. Also ich habe dann im Loft angefangen eben, habe aber zeitgleich auch in Krems angefangen, da hat gerade die Donauwerft eröffnet. Ah. Weil ich eben noch in Krems studiert habe und da erzählt am Boden, dass ich dort auch eine Box habe. Habe in der Donauwerft auch zum Coachen angefangen und dann gab es eine oder zwei Wochen, da war im Loft irgendwie ein Umbau vom Boden und in ziemlich genau der Woche hat hier die CrossFit 19 eröffnet. Dann war ich hier trainieren, habe hier mal irgendwie einen Probemonat, glaube ich, genommen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich damals genommen habe. Und habe eben die Vanessa kennengelernt und den Max kennengelernt und den Dani kennengelernt und den Chris Körner kennengelernt und habe ein bisschen mit denen zum Trainieren angefangen und bin dementsprechend dann hier hängen geblieben. Zeitgleich hat auch der Philipp das Koi eröffnet. Und ich bin halt auch mit Philipp mitgegangen. Erstens, weil das Koi für mich viel, viel, viel besser liegt als das Loft. Weil ich komme Richtung 22. raus, also ich komme aus der Schwagram. Ja, das ist außerhalb von Wien, aber es ist halt die ganz andere Richtung. Ja. Und habe dann aber gleichzeitig eben hier angefangen und wollte dann hier nicht aufhören, weil es halt irgendwie die beste Chance ist, die man überhaupt haben kann, wenn man mit den besten CrossFit in Österreich trainiert, wenn man selber noch nicht so gut ist. Das war damals wirklich, also die besten Athleten Österreichs waren einfach hier. Einfach alle hier. Also, Und das war einfach, das ist einfach ein Traum. Das ist, mehr kann man gar nicht profitieren von einer Trainingsgruppe, als wenn es einfach nur die besten CrossFit in ganz Österreich sind. Und ja, so ist es irgendwie gekommen, dass ich eben im Koi war und dann eben in der Zone. Dann hat irgendwann der Max Walter das Driller übernommen. Da waren wir mal besuchen. Und dann hat es irgendwie, war dann so, ja, er braucht noch Coaches. Und ich war so, hey, ich coache eigentlich nicht mehr der Donauwerft. Eigentlich würde ich eh gerne wieder coachen. Dann habe ich da zum Coachen angefangen. Und so ist das irgendwie so in so warst alle, du in allen Boxen. Ja, auf einmal war ich in allen Boxen. So ist es. Verteilt in ganz Wien. Du machst ja nicht nur CrossFit und nicht nur Voltigieren, du machst ja auch Olympic Weightlifting. Ja. Hat sich das aus CrossFit heraus entwickelt oder gab es da andere Reize oder andere Ursprünge, die dich zum Weightlifting gebracht haben? Eigentlich hat sich das aus CrossFit heraus entwickelt. Ich war ganz früh mal bei der Polizei, aber da habe ich, glaube ich, nur zwei Wettkämpfe gemacht. Bei der Polizei? Ja. Im Verein von der Polizei oder wirklich bei der Polizei? Nein, im Verein von der Polizei. Ich glaube, da hat mich der Max hinbracht oder die Lena Brucher, ich weiß nicht mehr so genau. Da habe ich aber nur zwei Wettkämpfe gemacht. Das eine war so Balder Gewichtheber, also ich glaube, das ist kein offizieller Wettkampf. Und Balder Gewichtheber? Ja, das war eigentlich mein erster Gewichtheber-Wettkampf, ja. und dann hat mir das eigentlich überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich kannte dort halt kaum Leute und hatte halt auch keinen Betreuer dementsprechend. Und dadurch, dass ich aber so viel im Driller war, weil ich dort gecoacht habe und dann bin ich halt ziemlich schnell in die Community dort rein und habe dann sehr, sehr viel dort trainiert auch, bin ich zum Klaus gekommen, zum Klaus Steger. Ja. Weightlifting-Coach-Legende in Wien, Österreich, Europa, der ganzen Welt wahrscheinlich. So circa. Ja. Und dann habe ich angefangen, dass ich eben mein Gewichteprogramm, also was ich halt in meinem Plan drinnen hatte, bei ihm mache. Und er war dann so, ja, wollen wir nicht mal irgendwie die Staatsmeisterschaft machen oder sowas. Und ich war aber zuerst immer so, eigentlich hat mir das gar keinen Spaß gemacht. Und er war so, hat mich eigentlich ein bisschen überredet, so, ja doch, probieren wir das mal. Und so, wenn es dir dann noch immer keinen Spaß macht, dann lassen wir es, aber ich würde es gerne mal probieren, weil ich halt eigentlich ganz gut bin und dass es halt echt auch cool sein kann, wollte mir eigentlich zeigen. Und es hat mir dann auch ziemlich viel Spaß gemacht. Das sieht man vor allem heute, wenn man sieht, was du alles machst. Ja, also es ist, ich dachte zuerst so, nein, gar nicht meins.
mit diesen Anzügen und... Gell, diese Pyjama, also diese Onesies, ja. Ich habe es noch nie angehabt, ich habe es noch nie probiert, aber ich stelle mir das super weird vor. Wahrscheinlich gewöhnt man sich auch dran, so wie ein Man alles. Gewöhnt sich dran, ja. Aber wenn man es halt sieht und sich dann vorstellt... Ja, ganz komisch. Ja. Und ja, dann hat sie eben angefangen, dass er mich eben in Vösendorf bei ihm im Verein eben, dass sie mich dann umgemeldet haben, weil ich war zu dem Zeitpunkt sogar noch bei der Polizei eigentlich anscheinend im Verein drinnen, weil ich halt irgendwie nie da raus bin. Und dann hat es ganz angefangen. Und ich dachte das auch wirklich davor nicht, aber wenn man einen guten Betreuer hat bei einer Gewichthebe-Competition, ist es einfach so viel weniger Stress und dann macht es halt auch wirklich Spaß. Das heißt, der Klaus war dann auch mit dir bei Competitions und hat dich bei den Competitions vor Ort betreut? Genau, eigentlich bei allen, außer eben bei der EM jetzt, weil die eben in Armenien war und eben die Bundestrainer betreut haben, aber sonst bei allen bis jetzt. Du hast es gerade angesprochen, European Weightlifting Championships in Yerevan, spricht man es aus, das ist die Hauptstadt von Armenien. Die waren vom 15. bis zum 23. April diesen Jahres und du warst dabei. Was kommt dir als allererstes in den Sinn, wenn du an den Bewerb denkst? An was erinnerst du dich sofort? Puh, ist eine gute Frage. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Es löst ein unheimlich schönes Gefühl in mir aus, weil es einfach die gesamte Zeit dort einfach wirklich, wirklich toll war. Also ich war sehr nervös, bevor ich hingeflogen bin, weil ich die anderen Mädels nicht so gut kannte. Also nicht nur Mädels, auch die Burschen, außer den Monty. Aber auch mit Monty, da hatte ich jetzt nicht super viel zu tun an sich. Ja. Und Monty, nur ganz kurze Erklärung, ist der Dominik Scherto. Ja, genau. Auch mehrfacher österreichischer Staatsminister im Weightliften. Auch früher Crossfitter, jetzt Weightlifter. Genau. Jetzt nur noch Weightlifter, du machst ja noch beides. Genau. Da kommt vielleicht auch mal her. Mal schauen. genau. Ja, also den Monty kannte ich eben auch, weil wir mal gemeinsam sogar Cross-Competitions gemacht haben im Team. Und ja, aber ich war halt sehr, sehr unrund, weil man, also es können extrem coole 4 Wochen sein, wie es halt dann auch war. Aber es können halt, wenn man sich mit den anderen nicht gut versteht oder halt irgendwie nicht so einen Draht hat, auch die längsten 4 Wochen der Welt sein. 4 Wochen, weil du früher angereist bist? Genau. Okay. Wir waren davor dort auf Trainingslager. Ah, ihr habt davor dort Trainingslager? Ja, genau. Wir haben davor, ich glaube, es waren 2,5 Wochen für mich. Ein bisschen davon abhängig eben, wie man dran war bei der EM. Aber es hat einfach von Anfang an super gepasst. Und ich hatte einfach eine richtig coole Zeit dort. Mega cool. Ich muss sagen, im Weightlifting sehr, sehr wenig aus. Wie qualifiziert man sich für die Europameisterschaft im Weightlifting? Also was ist der Quali-Prozess dorthin? Der Quali-Prozess ist eigentlich entscheiden die Bundestrainer und ein paar andere Leute, wen sie fahren lassen und wen nicht. An sich gibt es ein Limit, das du erreichen musst. Im Zweikampf. In einem Wettkampf vorher muss ich eine gewisse Score, sage ich jetzt mal, erreichen, dass mich überhaupt jemand nominieren kann. Genau. Okay. Und eigentlich entscheiden dann quasi eben das Limit. Ob du, wenn du super nah am Limit dran bist, ist die Chance, dass sie dich auch fahren lassen, einfach sehr groß. Also es gibt keinen so genauen Qualifikationsprozess. Du bist quasi nominiert, dass du teilnehmen kannst für das Land in der Gewichtsklasse. Ich weiß nicht, ob man es nominieren nennen kann, aber ja, sagen wir ja. Ausgewählt. Ausgewählt, ja. Und du hast gerade gesagt, Vorbereitung, du warst dort schon, also du warst dort davor noch auf Trainingslager. Jetzt habe ich gerade 2 verschiedene Namen gehört, nämlich einerseits die Vicky Hahn, die Bundestrainerin, und den Klaus Steger, deinen Weightlifting-Coach, möchte ich mal sagen. Ja. Wer hat mit dir die Vorbereitung dann gemacht? Also die wird ja auch vor Armenien, wirst du dich auch schon darauf vorbereitet haben, also bevor du hingeflogen bist. Wie sah das aus? Also bis vor Armenien eigentlich der Klaus, aber ich hatte Teile vom Plan schon von der Vicky. Also wir haben, ich weiß nicht, ab wann genau wir angefangen haben, ich glaube nach dem Trainingslager in Maria Alm, ich bin mir aber nicht 100% sicher, dass sie mir ein paar Einheiten schreibt. Und dann in Armenien haben wir halt alle denselben Plan von der Vicky und vom Sages halt trainiert. Und ich glaube, wir haben zur EM hin immer mehr Einheiten gemacht, dass ich von der Vicky habe. Und ich habe sie halt meistens beim Klaus gemacht, weil er halt da ist und sie ist halt in Linz. Ah, sie ist in Linz? Sie ist in Linz. Ah, okay. Genau. Jetzt dort vor Ort, ich habe es gesagt, die gesamten Championships haben gedauert vom 15. bis zum 23.
deine Versuche waren aber alle an einem Tag. Also das passiert eigentlich, der Wettkampf an sich, relativ knapp hintereinander. Ja. Weißt du noch, wann das war? Also an welchem, relativ in der Mitte wahrscheinlich. Geht das nach Gewichtsklasse, ich schätze? Ja, es geht nach Gewichtsklassen. Ja. Und dann gibt es in den Gewichtsklassen eigene Gruppen. Mhm. Abhängig davon, was dein Startgewicht quasi ist. Ja. Dass es halt nicht ewig dauert. Damit man nicht dauernd umstecken muss. Naja, es ist so, dass das Gewicht immer, also quasi der mit dem leichtesten Gewicht anfängt, fängt an. Und dann wird das Gewicht halt einfach immer gesteigert. Und alle, die das Gewicht machen, sind dann dran. Mhm. Und dadurch, dass halt doch mehr Starter sind, dass es nicht ewig dauert, bis dann wer dran ist. Oder dass nicht eben viel zu viele Leute einfach in einer Gruppe sind und dann das Ganze viel zu lang dauert. Also quasi eine Gruppe eben. Wird es in mehrere Gruppen aufgeteilt, eben abhängig vom Startgewicht. Ja. Dass das eben kürzer ist. Einfach effizienter. Genau. Beim Timing, weil das doch ein Riesenbewerb war. Also wenn man sich all die Weightclasses anschaut, männlich, weiblich, sind ja nicht wenige Athleten da vor Ort gewesen. Reden wir kurz über das, was du dort gezeigt hast. Es gibt immer Reißen und Stoßen. Ja. Du hast, weißt du noch deine Gewichte beim Reißen, was du gemacht hast? Ich glaube 81, 84 und 86 nicht mehr. Korrekt. 81, 84, 86 nicht mehr. Was hast du dir vorgenommen davor fürs Reißen? Also was ist so der Plan? Ich nehme an, man bespricht das mit seiner Trainerin. Wie gehen wir den Tag an? Es war auch sowas in die Richtung der Plan. Mhm. Also es war über 80 Starten der Plan. Ich glaube, ich hätte selber einfach 80 gestartet, aber es war halt 81, aber es hat eh gut gepasst, weil ich einfach auch super nervös war. Ja. Also nicht, weil ich nicht dachte, dass ich es kann, aber ich war einfach super, super nervös und ich war so, nein, wir starten 81 und so, okay, passt. Was ich vorher vergessen habe, war das dein erster internationaler Bewerb? Ja. Ja, und dann gleich einmal die European Championships. Okay, sorry. Ja, also 81 starten und danach, wie steigert man? Bespricht man das dazwischen auch oder ist das schon im Vorhinein klar? Spricht man schon eher dazwischen und ist auch ein bisschen davon abhängig, was die anderen machen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel gesagt, ja, wir probieren, wir schauen, ob es geht, dass ich halt die Gruppe, in der ich bin, was die die C-Gruppe war, also quasi die schlechteste, wir schauen, ob ich die halt gewinnen kann und dann steigerst du halt auch dementsprechend ein bisschen taktisch, was halt die anderen machen, wie sie es halt ausgehen könnte. Und korrigiere ich mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, du darfst sogar relativ kurzfristig noch dein Gewicht ändern und dann beginnt irgendwie der Timer auch neu zu laufen und länger zu laufen, wenn das Gewicht umgestellt wird. Ja, aber ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie lang genau was ist. Okay. Ich habe zum Glück immer Betreuer, die das machen für mich. Sowas hat man wahrscheinlich auch keine Nerven dann vor Ort, weil, also wie du sagst, du bist sicher super aufgeregt. Ja. Ich kann mir nicht, wie viele Leute sind in dieser Halle gesessen? Bei mir noch nicht so viele, weil es super früh war. Das war für mich eh sehr angenehm. Ja. Obwohl man sagen muss, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil die Bühne war halt doch recht hell und rundherum war es ziemlich dunkel. Ja. Und wenn man selber auf dieser Bühne steht, sieht man es gar nicht so. Was aber vielleicht eh ganz cool ist, oder? Ja, also weil du als Athlet, für mich ist das eine Horrorvorstellung, wenn ich mir vorstelle, ich stehe auf einer Bühne und muss jetzt ein Gewicht reißen. Geht schon los. Und mir schauen, ich weiß nicht, 100 Leute zu. Ja. Absolute Horrorvorstellung für mich, also wahrscheinlich ganz cool, wenn man gar nicht sieht, wie viele da jetzt eigentlich gerade sitzen, wie viele Augen auf einen gerichtet sind. Ja. Ich glaube, wenn die Halle komplett voll ist, kriegt man es schon mit, aber sonst, also ich hätte jetzt nicht so genau gesehen, wie viele Leute da sind, es waren auch bei mir echt nicht so viele, weil es eben die erste Gruppe war und super früh war, was für mich von dem her sehr angenehm war, weil es war eben der erste internationale Wettkampf und ich war sehr, sehr nervös. Mhm. Und ja, also es hat schon sehr gut gepasst. Aber dafür, dass du sehr, sehr nervös warst, also 81 sofort geschafft, 84 sofort geschafft, 86, hilf mir kurz, sind 86 ein realistisches Gewicht für dich oder war das dann schon, okay, wenn es geht, ist cool, aber ist ein realistisches Gewicht für mich. Habe ich schon öfter mal gemacht. Mhm. Also ich habe 85 schon öfter mal gemacht und davor auch schon 87. Mhm. Also es ist an sich ein realistisches Gewicht für mich. Woran ist es dann gescheitert bei dem 86er Versuch? Ich glaube, es war eine Mischung aus ein paar Faktoren. Ich hatte andere Schuhe an, weil mir, glaube ich, 5 Tage davor, in dem, wo wir trainiert haben, in dem Zentrum, da waren nicht nur Gewichtheber, sondern da waren auch andere Sportler. Ich glaube, es waren Boxer oder Wrestler, sowas in die Richtung. Okay. Und wir sind gerade rausgegangen und wollten uns einen Kaffee holen und da waren Glastüren, aber so durchschwingende Glastüren. Mhm.
Und die sind hinter uns gegangen und haben, fragen mich nicht, was gemacht. Und wir gehen raus und irgendeiner rennt vollgas gegen die Tür und haut mir die Tür auf die Ferse. Ja. Oh no. Das heißt, ich hatte einfach eine komplett offene und geprellte Ferse und bin in meine Schuhe nicht mehr reinkommen. Dann hatte ich halt Vickys Schuhe an, die halt einfach größer sind. Okay. Aber selbes Modell, nur eine Nummer größer oder auch andere Schuhe? Ein bisschen ein anderes Modell als meine. Mhm. Aber halt um einiges größer. Das heißt, an sich habe ich eh sehr gut heben können in denen, aber es war ein bisschen ungewohnt. Ja. Und ja, ich weiß, sollte man sowieso nicht machen, aber ich tendiere halt schon dazu, wenn ich einen Lift, einen Versuch nicht habe, dass ich ihn probiere irgendwie zu retten. Mhm. Das heißt, ich mache halt gerne mal einen Lauf über die halbe Bühne oder sowas. Ja. Konnte ich in den Schuhen nicht. Okay. Also das heißt, ich habe einen Duckwalk angefangen. Vielleicht hätte ich ihn noch in anderen Schuhen nicht gehabt, weiß ich nicht. Aber ich da in denen keine Chance. Okay, verstehe. Also das heißt, die Schuhe, gut, ich meine, wenn du die Fersenverletzung, das ist super ärgerlich. Es war einfach super ärgerlich. Und dafür einfach noch beeindruckender, was du davor geleistet hast mit 81 und 84. Ja, ich hätte mir 86 schon sehr gewünscht, aber ja. Es passt so, wie es war. Es passt so, wie es war. Nach dem Reißen ist ein bisschen Pause. Mhm. Und dann kommt das Stoßen. Weißt du auch deine Stoßergebnisse noch? Ich habe zweimal 98 gemacht und dann 102. Yes. Und 102 war aber ungültig. Yes. Ja. Und nachdem du zweimal 98 gemacht hast, logischerweise war der erste 98 auch ungültig. Wie ist das gelaufen? Was ist da passiert? Beim Stoßen, also beim Ausstoßen, ist es halt ungültig, wenn du ein bisschen nachdrückst oder wenn sie noch Bewegung im Ellbogen und in der Schulter sehen. Und das ist oft bei mir. Und national werten sie es oft einfach nicht so streng. Dementsprechend hatte ich national selten bis nie ungültige Versuche. Aber dort halt dann schon. Aber war eine sehr gute Lehre, dass ich einfach sehr viel aggressiver ausstoßen muss und das Ganze sehr viel stabiler halten. Also nur, dass ich es richtig verstehe, wenn man das Gewicht von quasi von der vorderen Schulterposition über Kopf streckt, dann muss das in einer flüssigen Bewegung passieren und der kleinste Zucker im Ellbogen wird international sonst sehr, sehr streng als ungültiger Versuch gewertet, was national, glaube ich, nicht so streng gesehen wird. Okay. Ja. Und das ist quasi passiert, weil du es jetzt unter Anführungszeichen auch nicht anders gewohnt bist, das nationalen Bewerben. Und ich meine, so ein Gewicht ist halt schwer. Und, Ja. 98, 98, 102. Und es war beide Male das Problem mit dem Durchstrecken. Genau. Was wäre beim Stoßen für dich ein realistisches Gewicht gewesen, das du gerne erreicht hättest? Wäre alles gut gegangen? Sowas in die Richtung 102, vielleicht 105, wenn alle gültig gewesen wären. Das ergibt eine Gesamtscore von 182 Kilo im Zweikampf. Ja. Du wurdest, ich glaube, 19. bei den Championships. Ist es gar nicht, kann auch sein. Auch super wichtig. Bist du zufrieden, jetzt abgesehen von den Zahlen, die da jetzt rausgekommen sind, bist du zufrieden mit deiner Performance vor Ort? Ja, eigentlich schon. Also, ja, eigentlich. Dafür, dass es mein erster internationaler Wettkampf war, ja. Okay. Ich habe im Anschluss ein Interview von der Vicky Hahn gefunden. Okay. Was ich kurz zitieren möchte. Bundestrainerin Viktoria Hahn zeigte sich begeistert. Pauli konnte bei ihrem ersten internationalen Wettkampf gleich drei neue österreichische Rekorde aufstellen. Damit bin ich sehr zufrieden. Im Stoßen, das hast du schon angesprochen, hatten wir leider Probleme beim Ausstoßen. International wird jeder Wackler ungültig gewertet. Daran müssen wir arbeiten. Sie hat super gekämpft und hat noch viel Potenzial. Jetzt ist meine Frage natürlich, das war dein erster internationaler Wettbewerb. Ist es in deinem Plan, diese Karriere noch weiter zu verfolgen? Möchtest du nochmal zu den EU-Championships? Gibt es vielleicht auch andere internationale Bewerbe, die du machen willst? What's the future of weightlifting für dich? Also ja, ich mag es weiter verfolgen. Ich würde gern wieder zur Europameisterschaft. Mhm. Und sonst habe ich es mir noch nicht so genau überlegt. Okay. Also auf jeden Fall weitermachen. Auf jeden Fall weitermachen. Und wir hoffen natürlich alle, dass wir dich noch bei vielen, vielen internationalen Weightlifting Competition sehen. Ich habe selber auch zugeschaut, so gut es ging. Es wurde ja gestreamt. Ja, es wurde gestreamt. Ich habe nicht alle deine Versuche gesehen, weil es irgendwie zeitlich nicht ganz ausgegangen ist. Aber es ist einfach mega cool, wenn man solche Bewerbe
mitverfolgen kann. Und dann ist eine österreichische Athletin dabei, die man auch noch jetzt besser als vorher, aber die man auch noch kennt. Mega coole Sache. Jetzt habe ich natürlich meinen roten Faden verloren. Das waren die European Championships in Yerevan. Du hast gesagt, also es war die Vicky Hahn dabei, es war der Monty dabei, es war die Sarah auch dabei? Genau, es waren ziemlich viele Leute davor im Trainingslager dabei. Von den Mädels waren sie eben die Sarah Fischer, die Johanna Peilstöcker und die Vicky Steiner war beim Trainingslager noch dabei. Aber gestartet sind eben die Sarah, die Johanna und ich. Und Burschen waren einige dabei. Also viele. Es waren viele, ja. Nicht lange nach den European Weightlifting Championships waren die österreichischen Staatsmeisterschaften in Vösendorf. Ja. Ähnlich großes Event. Größer. Größer. Das war dann ziemlich genau einen Monat später. Also die waren am 26., 27., 28. Mai. Und mir ist da was ganz Witziges aufgefallen bei dir. Du bist in der Gewichtsklasse bis 71 Kilo gestartet. Ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die Gewichtsklasse drunter ist bis 64 Kilo. Ja. Und du hast beim Abwiegen 64,2 Kilo gewogen. Ja. Ich nehme an, das war nicht Absicht. Doch, es war Absicht. Doch, es war Absicht. Es war Absicht. Die Sache ist die. Die Staatsmeisterschaft ist ein bisschen später erst angesetzt worden. Und ich hatte schon Tickets fürs Lighthouse Festival. Ja. Du hattest Tickets fürs Lighthouse Festival? Okay. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich die Tickets gekauft habe, habe ich absolut gar nicht damit gerechnet, dass ich mich für Semifinals qualifiziere. Mhm. Und dann war das irgendwie alles schon gebucht und zuerst habe ich überlegt, die Staatsmeisterschaft gar nicht zu machen. Und aus einigen Gründen war es dann so, okay, ich mache es jetzt doch und ich fahre einfach früher vom Leitfestival nach Hause. Mhm. Und die 64er wäre aber am Samstag gewesen. Ah. Und dann hätte sich's eigentlich gar nicht ausgezahlt. Dann hätte sich's weder irgendwie davor hinfahren auszahlt noch danach. Und dann gab es Möglichkeiten, entweder gehen die 59er am Freitag. 59? Oder in die 71er am Sonntag. Und dann war es so, okay, die 59er eine Woche vor Semifinals wäre einfach nur dumm, eigentlich. Mhm. Und die 71er war dann so, ja, dann gehe ich halt in die 71er und bringe halt wieder vor. Okay, das muss ich jetzt nochmal kurz erklären. Also erstens, liebe Grüße an meine Ex-Arbeitskollegen von Dr. Licks bei Lighthouse Festival. Cool, dass wir dich hier im Podcast erwähnen. Zweitens, du hast quasi die Überlegung gehabt, in einer von drei Gewichtsklassen zu starten, ja, wo ein Gewichtsunterschied von 5 Kilo ist. Weil bis 59 und ab 64 sind quasi 5 Kilo Unterschied. Also du hättest einfach 5 Kilo abnehmen können? Ich habe normalerweise so 62. Ah, das heißt, du liegst genau dazwischen. Ich liege genau dazwischen. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Mhm. Von allen möglichen Dingen abhängig. Und okay. Das heißt, es war eine Timing-Frage, in welcher Gewichtsklasse du startest. Ja, das war keine Timing-Frage. Und dann war es so, ja, in die 59er gehen vor Semifinals eine Woche davor. Das ist absolut nicht ideal. Mhm. Und hätte mich, glaube ich, auch ziemlich gestresst. Mhm. Und dann war es so, ja, ich kann einfach in die 71er gehen und halt einfach über 64 sein, wie viel auch immer. Muss man über 64 Kilo wiegen? Ja. Also du kannst nicht freiwillig in eine höhere Gewichtsklasse gehen. Gut, geht nicht. Man kann relativ leicht Wasser trinken. Also da kannst du, glaube ich, relativ viel gut machen. Ja. Aha, aber du darfst dich nicht freiwillig entscheiden, in eine höhere Gewichtsklasse zu gehen. Nein. Auch super spannend. Kannst du dich zufälligerweise auch noch da an deine Ergebnisse erinnern? Ja, ich glaube, ich habe 82 angefangen. Dann 86, kann das sein? Yes. Und dann 88. Korrekt. 82, 86, 88, alle gültig. Liftet sich's bei österreichischen Staatsmeisterschaften leichter als bei internationalen Wettbewerben? Ich war halt weniger nervös, weil ich bin da ausnahmsweise wirklich ohne großartig irgendwelche Erwartungen reingegangen, weil ich in der 71er auch die Vicky Steiner gestartet ist, die an sich stärker ist als ich, muss man ehrlich sagen, also an sich
wenn sie ihre Bestleistungen macht, ja, dann ist sie stärker als ich. Dann ist sie stärker als ich, okay. Sie hat schon mal 86 im Training gerissen, mhm, und ich glaube, in einem Wettkampf schon 110 gestoßen. Okay, wow. Und also ich würde sagen, im Rast bin ich besser als sie, mhm, wenn ich einen guten Tag habe. Aber im Stoßen komme ich da halt nicht dran. Mhm. Und deswegen wusste ich halt, wenn sie spannend, ja, 110 stoßen kann dort, dann ja, ist es irgendwie, dann ist es sehr surreal, dass ich Staatsmeisterin werde. Aber deswegen waren auch meine Sprünge so gewählt, weil wir wussten halt, 105 könnte sein, dass ich schaffe. Ja. Das heißt, ich sollte mindestens 5 Kilo mehr reißen als sie. ja, das ja, war der Plan hinter diesen Sprüngen. Also ja, du hast gerissen, hast du 82, 86, 88 angültig, genau, und gestoßen hast du begonnen mit 97. Genau. Dann 103 und dann 105. Ja. Auch alle gültig. Nein, 105 nicht. 105 habe ich nicht mehr ausgestoßen. Aha, dann habe ich es falsch notiert. Ja. Okay, aber 97 und 103? Ja, ja. Mit einer Gesamtwertung im Zweikampf von 191 Kilo. Ja. Das sind 9 mehr als bei den, ja, European Weightlifting Championships. Ja. Geht dir das selber durch den Kopf, dass du dir denkst, hey, eigentlich hätte ich 9 Kilo mehr bei dem wichtigeren Bewerb schaffen können? Oder ist sowas im Nachhinein eigentlich egal? Kurz ist mir schon durch den Kopf gegangen. Mhm. Aber es war, glaube ich, eben sehr viel Nervosität, sehr viel, dass ich sehr, sehr früh dann doch dran war dort, also sehr früh aufstehen musste. Mhm. Und dementsprechend sicher hätte ich lieber bei der EM 9 Kilo mehr gemacht, aber es, ja, passt doch so. Okay, nein, das glaube ich sofort. Du wurdest Staatsmeisterin auch in der Gewichtsklasse, mhm, eben vor der Vicky Hahn. Die hat eine Gesamtwertung von 186 Kilo, also doch 5 Kilo Unterschied. Vor der Vicky Steiner, aber macht nichts. Entschuldigung. Alles gut. Vicky Steiner. Alles gut. Du hättest, ich habe mir das gesamte Ergebnis, die gesamte Ergebnisse, mhm, angeschaut, du hättest jede einzelne Gewichtsklasse, die es bei der Staatsmeisterschaft gegeben hätte, gewonnen, außer die 87 plus, da wärst du Zweiter hinter der Sarah Fischer geworden. Ja. Also du hättest dort alles niedergerissen, egal wie viel Wasser du vorher getrunken hättest. um ein bisschen zu zeigen, wie unfassbar gut du im Weightlifting bist. Danke. kommen wir zu meinem Lieblingsevent natürlich. Ich bin Hobby-Crossfitter. Mhm. Die CrossFit Semifinals in Berlin. 1. bis 4.6., also eine Woche nach den österreichischen Staatsmeisterschaften. Mhm. Erste Gedanken, die dir durch den Kopf gehen. Richtig cooles Event. Richtig, richtig cooles Event und extrem coole Erfahrung einfach. Also war auch eigentlich immer so mein Lebensziel, mhm, als für CrossFit. Mhm. also zu Semifinals zu kommen und auch wenn die Umstände davor, also Vorbereitung und mein Fitnesszustand zu dem, ja, Zeitpunkt absolut nicht ideal waren, einfach super coole Erfahrung und würde ich auch in dem Fitnesszustand sofort wieder machen. Okay, ich habe es vorher schon angesprochen, du hast 2017 deine ersten Open gemacht, mhm, wurdest 2021 Viertes in Austria, mhm, und 2023 warst du Zweiter bei den Open. Und, mhm, bist dann aber gemeinsam mit Vanessa Wagner als eine von 3 österreichischen Athleten eigentlich zu den Semifinals gekommen, weil die Anna Donauer, mhm, war im Team auch noch dort. Ja. Voll. Ja. Du warst, nur ganz kurz eine Reise in die Vergangenheit, du warst 2021 bei den Quarterfinals, 2022 bei den Quarterfinals und ich habe gefunden, dass du 2018 im Team bei den Regionals warst. Und ich habe auch gesehen, dass du gelistet warst. Aber bist du 2018 bei den Regionals im Team auch angetreten? Nein, ich war Ersatz quasi. Genau, das war das Team von Vanessa, Daniel, Steffi und Chris Körner. Genau. Und ich glaube, der Thomas und du, ihr wart auch noch gelistet, aber ihr habt vor Ort nicht teilgenommen, oder? Genau. Nur um das zu verstehen. Okay. Es gab 7 Workouts. Ja. An welches erinnerst du dich am liebsten? Ans zweite. Ring Complex. Ja. Mit dem Rucksack. Ja. Das weirdeste Workout, finde ich. Führ uns kurz durch. Du hast einen Rucksack, der angeblich 4 Kilo gewiegt, aber dann doch schwerer war, habe ich gehört. Ja. Wie bereitest man sich auf sowas vor? Hast du es probiert vorher? Hattest du das Equipment überhaupt dafür? Ich habe es mit Gewichtsweste probiert, die aber nur 4 Kilo hatte. Die aber? Die nur 4 Kilo hatte. Die nur 4 Kilo hatte. Und ja, ich habe es einfach mit Gewichtsweste probiert. Muss sagen, es war
ganz, ganz anders. Mhm. Also ich habe den Rucksack dann da den bekommen und draufgegeben und war so, okay, das wird spannend, weil das Gewicht ganz, ganz anders irgendwie verteilt ist und liegt und die Transition viel schwerer wird. Die Transition bei den tatsächlichen Ring-Muscle-Ups, ja. Genau, also der Dip war ähnlich leicht oder schwer und beim Dip habe ich generell nicht so Probleme. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Mhm. Aber die Transition war auf einmal unheimlich schwer, weil das Gewicht viel mehr auf den Schultern war, mhm. als viel weiter oben war. Mhm. Und ja, und auch schwerer war. Kurz, dass sich alle auskennen, es war ein Komplex an den Ringen. Es war Toes to Ring, Ring Muscle Up und Ring Dip. Ja. Das war quasi ein Komplex und man musste 5, glaube ich, machen. Und es gab 3 Runden, in denen man das machen musste. Danach ging es dann zu den Pistols und zu den Burpee Box Jumpers. Genau. Ja. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du hast in der ersten Runde 21 Burpee Box Jumpers geschafft. 17 Burpee Box Jumpers geschafft. Und in Runde 2 und Runde 3, wie ging es dir da? Habe ich gar keine mehr gemacht. Aber woran lag das? Also was wird in der zweiten Runde so viel schwerer, als es in der ersten war? Ich glaube, es war bei mir ein bisschen eine Kopfsache. Mhm. Also in der ersten Runde habe ich die 5 Komplexe unbroken gemacht. Mhm. Und es hat auch mein Coach davor zu mir gesagt, okay, das Workout ist eigentlich ein 2-Runden-Workout. Mhm. Es geht darum, in der ersten und der zweiten Runde möglichst viel zu machen. Das war auch mein Plan. Und wie ich es getestet habe, habe ich in den ersten beiden Runden alle komplex unbroken gemacht und in der dritten Runde habe ich es einmal aufgebrochen, glaube ich. Also das war voll okay. Mhm. Und ich habe dann die zweite Runde angefangen und habe bei einem Toes to Ring, ich glaube es war der Toes to Ring, den er genorappt hat, ich weiß es bis heute eigentlich nicht so genau, und habe dann schon den Muscle-Up gemacht und dann sagt er No-Rap. Ja. Und dann habe ich noch einen Muscle-Up gemacht und noch einen Dip und habe dann zum Fehlen angefangen, weil es mich einfach echt sehr rausgebracht hat, weil ich gefühlt den Komplex genauso gemacht habe wie beim ersten Mal und da war alles okay und auf einmal war es irgendwie nicht mehr okay. Mhm. Und es war dann, glaube ich, einfach es hat mich sehr rausgebracht. Meine letzte Competition ist halt doch über 6 Monate her gewesen. Also ich glaube, meine letzte Competition davor war Tough and Rough in der Schweiz mit Felix Reder. Ja. Und ich war irgendwie einfach nicht drauf eingestellt. Also war eben ein Fehler. Ich hätte irgendwie mehr damit rechnen müssen, mal einen No-Rap zu bekommen und mich davon einfach nicht so aus der Ruhe bringen lassen. Aber es hat mich einfach sehr aus der Ruhe gebracht und dann war es quasi vorbei. Ich muss sagen, ich hab genau den Part gesehen, weil sie haben sie gestreamt, also das Event haben sie Gott sei Dank gestreamt, das erste nicht. Auch als Zuschauer im Livestream hast du natürlich noch viel weniger Ahnung, was da wirklich passiert vor Ort. Aber ich habe es gesehen und ich habe mir gedacht, was genau wurde jetzt genorappt? Also auch für Zuschauer war es, glaube ich, nicht erkennbar, was da passiert ist. Du hast gerade gesagt, dein Coach oder dein Betreuer hat vor Ort mit dir dann auch noch gesprochen. Wer war das? Wer hat dich da begleitet? Dort begleitet hat mich Kenny Johnson, sein Comtrain-Coach. Ein Comtrain-Coach. Der war dort vor Ort mit mir. Und es war richtig cool. Ich habe ihn dort zum ersten Mal gesehen. Also richtig cool. Okay. Und also er war davor eigentlich nicht wirklich mein Coach. Mhm. Das klingt ein bisschen kompliziert. Also meine Coaching-Situation ist sowieso kompliziert, aber er hat quasi ab Quarterfinals, da habe ich recht viel Kontakt mit ihm gehabt, weil dadurch, dass das Koi von Comtrain das Class-Programming hat, markiere ich einfach oft Comtrain auf Instagram. Und er hat mir schon öfter mal einfach geschrieben, auch wegen für die App irgendwie Videos machen und so. Mhm. Und ich habe ihn bei Quarterfinals dann gefragt, so ja, wie halt andere Scores sind und was er glaubt, was man für Scores braucht, dass es ausgeht einfach. Mhm. Und da habe ich das erste Mal mehr Kontakt mit ihm gehabt, habe ihm auch Videos geschickt und er hat mir gesagt, hey, mach das nochmal, mach das und das und das anders. Und dann hat es sich irgendwie so ergeben. Dann hat er ab Quarterfinals mir ein bisschen Programm dazu geschrieben und hat ihm gefragt, ob er kommen soll nach Berlin. Cool. Und ja, dann hat er mir ein kurzes Ticket. Das heißt, ihr habt euch eigentlich richtig gesehen, das erste Mal in Berlin, und es hat sofort gut funktioniert. Ja. Mega. Also mega cool. Ich dachte, ich war da vorher immer auf Competitions halt eigentlich nicht alleine, es waren immer Leute dort, aber noch nie mit Coach so richtig. Und es ist halt ein Game Changer. Also ich dachte das nicht, aber es ist halt wirklich, es nimmt einem so viel Stress,
wenn jemand einfach da ist, sagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das, du musst dir selbst einfach nichts überlegen, das ist schon ein Gamechanger. Das heißt, du kannst dich echt einfach voll auf das fokussieren, was du dort machen sollst, nämlich performen. Ja. Ja. Und ja. Der Rest macht ja. Der andere. Es war ja dieses Jahr so, dass alle Semifinals standardisierte Workouts hatten. Ja. Und zumindest war das das Ziel, es wurde nicht hundertprozentig umgesetzt. War das für dich ein Vorteil, dass du wusstest, wie es andere Athletinnen machen, wie es denen geht, wo sie scheitern? War es ein Vorteil für dich, andere vorher schon zu sehen, wie sie die Workouts machen? Nicht unbedingt. Also ein bisschen schon, dass man es halt ein bisschen abschätzen kann. Mhm. Aber, und dass man in manchen Parts einfach sieht, so, okay, das ist halt wirklich sehr viel zacher als erwartet. Mhm. Oder da chillen sie quasi in dem Part von dem Workout und es wird schon einen Grund haben, dass sie so machen. Ja, also von dem her ein bisschen, aber nicht so richtig. Also es bringt nicht den Riesenvorteil, den man sich denkt, wahrscheinlich. Also als Außenstehender jetzt. Vielleicht für die, wo es wirklich um den Gamespot geht, da kann ich mir vorstellen, dass es, weil wenn es um jede Sekunde geht, dann macht es schon einen Unterschied. Aber für jemanden wie mich nicht so richtig. Also ich glaube, für mich wäre es zum Beispiel besser gewesen, ich wäre das erste Semifinal gewesen. Mhm. Weil ich tendenziell neue Skills sehr schnell umsetzen kann. Mhm. Also da glaube ich, anderen gegenüber vielleicht einen Vorteil habe. Aber wenn es jeder sehr viel übt, dann bringt der Vorteil nicht mehr so viel. Super spannend, dass du das sagst. Ich habe nämlich letzte Woche mit der Vanessa gesprochen und sie hat eins zu eins dasselbe gesagt, was du gerade sagst. Also, dass ihr eigentlich einen Edge hättet, wenn das Workout nicht so bekannt wäre, weil ihr euch schnell auf neue Dinge einstellen könnt, im Vergleich zu anderen Athletinnen. Ja. Also, sie hat wirklich eins zu eins dasselbe gesagt, was du gerade gesagt hast. Voll spannend. Workout Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das war das mit den Assault Runnern und den Snatches, die waren ja quasi direkt hintereinander. Ja. Workout 5 war zuerst Laufen, dann 1RM Snatch. Ja. Und Workout 6 war zuerst ein paar Snatches und dann 800 Meter, glaube ich, Laufen. Ja. Wie erinnerst du dich an die Workouts? An diese zwei? Okay, ich wusste, dass das irgendwann kommen wird, die Frage. Ja, der erste Teil war noch sehr okay, obwohl ich da auch schon gemerkt habe, so, okay, ich merke, ich bin gerade nicht fit. Mhm. Und beim zweiten Teil war mein Körper dann so, ja, und jetzt ist der Punkt, wo ich nicht mehr will. Also ich bin generell schon der Typ, der dem halt irgendwas zugeht schnell mal. Mhm. Und beim zweiten Run, normalerweise kann ich halt dann auch, wenn was zugeht, bis zum Ende noch irgendwie durchbeißen. Und also ich muss auch sagen, ich verpasse Workouts generell oft, aber kann es normalerweise irgendwie zusammenhalten. Also ich fange meistens zu schnell an und kann aber, wenn ich gerade gut gepiekt bin und wirklich sehr fit bin, dann funktioniert es meistens, dass ich den Pace irgendwie bis zum Ende durchdrücke, dann bin ich halt tot, aber es funktioniert meistens. Mhm. Und da war aber der Punkt, wo mein Körper so gesagt hat, so, nicht mit mir. Ja. Beim zweiten Run? Eigentlich schon beim Snatchen nach dem ersten Run. Mhm. Da habe ich schon gemerkt, so, das funktioniert gerade nicht so, wie ich will. Ja. War auch ein bisschen anders geplant. Und dann gingen die, ich glaube, 7 Snatches waren es. Ich weiß es gar nicht, 6 oder 7. Und nachdem es gerade um ein CrossFit-Event geht, ist Snatchen sagen, okay. Ja. Okay, ich sag's nur. Stimmt. Wow. die gingen dann unerwartet noch okay, obwohl ich da schon gemerkt habe, so meine Beine sind komplett zu. Und ja, das hat man dann im Run auch bemerkt. Da war es dann einfach aus mit der Energie. Da war es einfach aus. Okay. Und es war auch ab dem Zeitpunkt eigentlich aus bei mir. Also am nächsten Tag dachte ich mir so, ja cool, das Gymnastics-Workout, das sollte noch gut gehen. Aber da war es einfach aus. Bevor wir zu dem Gymnastics-Workout kommen, ich frage deswegen so speziell wegen den Airrunnern. Es gab im Nachhinein eine ziemlich große Diskussion online zu den Airrunnern. Mhm. Hast du das zufälligerweise mitbekommen? Ja. Ja. Kurz zusammengefasst, weil ich letzte Woche mit Vanessa auch schon besprochen habe, es haben die Statistiken nachher gezeigt, dass ein Airrunner, ich glaube Lane 8 war es, einfach schlechter performt hat als die anderen. Wir schieben es einfach drauf auf den Airrunner, dass ich auf Lane 8 war. Ich warte nicht auf Lane 8, aber wir schieben es drauf. Das war bei deinem sicher auch irgendwas falsch. Das war sicher bei meinem so. Wie geht es dir grundsätzlich mit so einer Info? Ist das sowas, wo du sagst, hey, für mich ist es eigentlich wirklich egal? Oder ist das schon etwas, wo man sich nachher ärgert, weil man sich denkt, man kann nichts dafür und man ist vielleicht schlechter gereiht, ohne dass man was dafür kann? Ja, ich verstehe halt einfach nicht, warum sie Airrunner unbedingt verwenden mussten, weil das ist jetzt
nichts, was man nicht weiß. Mhm. Also zum Beispiel mein Coach, der dort war, hat gemeint, sie haben 3 oder 4 Airrunner bei sich im Gym. Mhm. Und sie haben es halt auch getestet. Und sie haben sogar die Leute von Assault kommen lassen, dass sie das neu kalibrieren. Aber die haben sich auf die Reihe gebracht, dass jeder Airrunner gleich funktioniert. Mhm. Also das ist nichts, was man nicht wusste. Ja, super ärgerlich. Und deswegen verstehe ich halt nicht, wieso sie einen Airrunner 2 Workouts bei Semifinals geben. Weil das ist halt, da geht es halt um Gamespots. Und ich meine, für mich, wie gesagt, ob ich jetzt in einem Workout, weiß ich nicht, 50., 40. oder 35. bin, ist im Endeffekt komplett egal. Weil mir ging es in dem Fall wirklich um die Erfahrung, ja. Weil ich Semifinals, wenn es nicht Semifinals wären, hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Also ich hätte es in dem Fitnesszustand mit den Verletzungen, die ich davor alle schon hatte, hätte ich es nicht gemacht. Aber es war so, hey, ich weiß nicht, ob es nicht das einzige Mal ist in meinem Leben. Also mache ich es, gebe mein Bestes, auch wenn ich weiß, es wird nicht die Performance meines Lebens sein. Ja. Für mich ist es von dem her egal. Aber ich verstehe halt, wenn sich Leute, die vielleicht so Games wollen, sehr ärgern, weil da geht es halt um jeden Punkt. Voll. Und wenn ich mich nicht ganz irre, die erste Athletin, die sich nicht qualifiziert hat, war die Jacqueline Dahlström. Mhm. War auch die Athletin von dem Coach, der das ganze Problem aufgebracht hat. Mhm. Und ich bilde mir ein, die war auf Lane 8. Also genau okay. Das, was du ansprichst. Ja. Mega ärgerlich halt dann. Weil man halt jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen kann, okay, lag es wirklich daran oder hätte sowieso nicht gereicht. Ja. Super ärgerlich auf jeden Fall. Ist halt dasselbe mit Sled Pool gewesen. Weil? Die Lanes so unterschiedlich sind. Der Boden, oder? Der Boden, ja, wirklich? Der Boden, dass das Ding einfach unterschiedlich schwer ist. Das wusste ich nicht, okay. Es war schon bei den ersten Semis, dass TTT, glaube ich, hat darüber geredet in einem Podcast, dass es, man sieht einfach an den Scores, wo das Ding besser rutscht und wo es schlechter rutscht. Ja, das ist halt ärgerlich dann. Ja. Es ist halt, das habe ich, und dann höre ich auf, über letzte Woche zu reden, aber auch mit der Vanessa letzte Woche gesprochen. Mhm. Es ist auch bei den Judges teilweise, man kann das jetzt auch über die Judges spielen. Ja. Jeder Judge judgt unterschiedlich. Es kann sein, dass der eine Judge einen No-Rap gibt und der andere nicht. Es ist halt der State of CrossFit, den wir aktuell haben. Es ist der Sport, den wir lieben, aber ist er perfekt? Nein. Und das zeigen solche Dinge einfach immer wieder. Ja. Ja. Du hast nach den Semifinals einen Recap-Post auf Instagram gepostet und hast dazu einen Text geschrieben. Lass mich kurz vorlesen, damit alle am selben Stand sind. To say I'm satisfied with my performance would be a lie, but which competitive athlete would ever truly be satisfied? But I'm indeed happy with my effort. I did everything I could in the current situation and enjoyed every moment. And with that, I'm very satisfied. What can I take from this experience? 4 weeks of CrossFit training after 4 weeks of only weightlifting is not enough. Maybe also because my balance is sometimes too much on the party side. Lighthouse Festival. After day 2, und ich glaube, über das hast du gerade gesprochen, my body was telling me that I must be completely loco. Das ist, denke ich, der Moment, wo du sagst, okay, es ging einfach nichts mehr. My body definitely had enough and didn't want to move anymore. But hey, I was expecting to be hit hard by the volume and at least it only really got bad after 2 days. Das ist eben basierend auf all dem, was du in diesen 2 Monaten gemacht hast. Jetzt diese 3 Events angesehen, also die Semifinals, die österreichischen Staatsmeisterschaften und die European Championships. Welches davon hast du am höchsten priorisiert? Wenn ich an den Anfang vom Jahr denke, würde ich sagen Semifinals. Mhm. Was lustig ist, weil das mit Abstand, das Event, das mit Abstand am schlechtesten gelaufen ist, war am wenigsten die Staatsmeisterschaft. Die ist am besten gelaufen. obwohl ich sagen muss, wie ich, also eben circa, würde sagen, 2 Wochen vor Semifinals war ich schon so, okay, no chance. Quasi dabei sein ist alles und ich probiere es einfach zu genießen, wie es ist und ja. Ja. Letzter Punkt zu den Semifinals. Ich habe dir vor diesem Podcast eine Audiodatei geschickt, die du auf WhatsApp bekommen hast. Ich habe einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt aus dem Livestream genommen. Spiel mal ab und sag, ob du das schon mal gehört hast. Paula Sikorski! Das war der MC bei den Semifinals in Berlin, der deinen Namen mehrfach
mega motiviert ausgesprochen hat. Paula Siekowski! Kanntest du das? Also weißt du, okay, das haben dir anscheinend mehrere Leute gezeigt oder gesagt oder hast du selber gesehen. Paula Siekowski! Ich fand's mega lustig, wenn das nicht dein Klingelton wird in Zukunft, dann weiß ich es auch nicht. Guter Punkt, das sollte ich machen. Ja. Fand ich mega witzig. Rein CrossFit betrachtet, was fehlt dir zu den Games? Viel. Also, ich würde sagen, meine größte Schwäche ist Conditioning und Ergos generell und Laufen. Aber es fehlt überall was. Also es fehlt beim Liften was, es fehlt bei Gymnastics vielleicht nicht. Mhm. Kommt vom Kinderturnen? Wahrscheinlich vom Kinderturnen. Also wenn ich gerade fit bin, würde ich sagen, bei Gymnastics könnte ich vielleicht sogar mithalten, wenn es rein Gymnastics ist, aber es fehlt overall einfach viel, weil sobald dann Gymnastics ist mit was dabei, was ich halt nicht gut kann, kann ich es halt bei einem gewissen Level nicht mehr kompensieren. Also ich glaube, bei kleineren Competitions kann ich es dann sehr gut kompensieren mit den Dingen, die ich halt wirklich gut kann, aber bei sowas wie Semifinals ist dann einfach keine Chance mehr. Nicht nur zu kompensieren. Gymnastics. Es gab ein Gymnastics-Workout mit Handstand Walk und Pirouettes. Jetzt sehen wir dich heute mit deiner bandagierten Hand. Hat den Hintergrund, dass du, glaube ich, sogar vor den Semifinals bei Sandbag Over the Bar, glaube ich. Ja. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Dir was passiert ist. Erzähl uns kurz, was ist der Stand der Dinge, wie ist es passiert und wie geht es weiter mit deiner Hand? Also, ganz kurz, ich habe ihm einen Sandbag Over Yoke gemacht und habe mir die Hand einzwickt. Bisschen unfähig und mir sind Band dabei gerissen und ich habe halt einiges an Ödemen, Ganglien, was auch immer in der Hand, was jetzt nicht so das Problem wäre, außer dass es einfach weh tut, aber das Band ist halt ein bisschen problematisch. Dementsprechend habe ich das Ding jetzt noch, ich weiß nicht, wie lange ab jetzt noch, ein paar Wochen sind es noch, oben, dass das Ganze halt ruhig gestellt ist und das zumindest dort vielleicht vernarben kann und der andere Teil von dem Band, weil das ist L-Band, hat anscheinend ein vorderes und ein hinteres. Das ist auch ein bisschen angeschlagen, dass das zumindest gut heilen kann und man hofft, dass das relativ stabil wird. Aber jetzt hilf mir kurz, wenn ein Band reißt. Es wächst nicht mehr zusammen, nein. Wollte ich gerade sagen, muss man es operieren oder man könnte man es operieren? Man könnte es operieren, aber die Chirurgen, mit denen ich geredet habe, waren alle so, sie operieren es eigentlich nicht mehr so gerne, also früher hätten sie anscheinend alle sofort operiert, aber es wird einfach nicht mehr so mobil und man hat einfach dann immer Einschränkungen. Ja. Und der, wo ich jetzt gerade in Behandlung bin, hat gemeint, wir schauen einfach, dass wir es möglichst stabil kriegen, so wie es ist. Es kann sein, dass es irgendwann komplett dekompensiert und dann kann man eh nichts mehr anderes machen, aber es muss halt nicht sein. Und das ist vor den Semifinals passiert? Ja, das ist direkt nach der Weightlifting Game passiert. Okay, also bei der Weightlifting EM war es die Ferse, bei den Semifinals war es das Handgelenk. Deswegen sind die Staatsmeisterschaften vielleicht so gut gelaufen, weil da war noch nichts. Oh ja, da war es wahrscheinlich auch schon mit da. Doch, da war es schon, das war ziemlich direkt nach der EM. Also auch ein bisschen vom Pech verfolgt eigentlich in den 2 Monaten. Ja. Es war halt auch ein bisschen Dummheit, muss man sagen. Ich meine, mit der Ferse war wirklich Pech. Ja. Das mit der Hand war einfach ein bisschen ungeschickt. Wir wünschen natürlich, dass es möglichst schnell wieder verheilt. Und dich möglichst schnell wieder bei internationalen Competitions zu sehen. Lass uns kurz über deinen Trainingsalltag jetzt nach diesen super aufregenden 2 Monaten reden, unter der Annahme, dass du voll fit wärst. Okay. Also wie sieht dein CrossFit-Trainingsalltag aus? Welcher Plan? Wie oft? Wie lang? Wie viel? Also wenn ich eben nicht gerade in der Off-Season bin oder in der gezwungenen Off-Season, dann 5 bis 6 Mal die Woche, 2 Mal am Tag. Mega viel Volumen, okay. Es ist ziemlich viel Volumen und mein Plan ist ein bisschen chaotisch. Also gegen Ende hin hatte ich eben Gewichtheben von der Vicky Hahn, so Conditioning und am Anfang auch noch einiges an Gewichtheben und Accessories etc. Vom Sebastian Rieder von CrossFit Vienna. Dem gehört CrossFit Vienna eigentlich. Und Workouts mache ich hauptsächlich von Comptrain. Wow. Also es ist ziemlich zusammengestückelt, alles hinten und vorne, aber es hat das ja, außer dass ich halt ziemlich hin bin gerade, echt gut funktioniert. Also
wären nicht die Verletzungen mit der Hand, mit der Ferse und mein Knie ist auch ein bisschen im Arsch dazukommen, wäre ich, also von dem her hat der Plan richtig, richtig gut funktioniert. Und es ist auch nicht direkt dem Plan geschuldet. Ja, vielleicht war mein Volumen manchmal ein bisschen zu viel, kann man nicht sagen. Aber die Verletzungen an sich sind nicht dem Plan geschuldet gewesen. Okay. Dementsprechend hat das eigentlich sehr gut für mich funktioniert. Cool. Aber ja, es war ein bisschen chaotisch und sehr gestückelt. Ja. Denkst du jetzt schon wieder an zukünftige CrossFit-Competitions? Oder sagst du mal, hey, jetzt soll er mal Ferse, Knie und Handgelenk wieder werden und dann schauen wir weiter? Ich denke schon dran. Ja. Ich hatte ein paar im Auge. Jetzt erst später im Jahr. Also ich hatte davor einiges Früheres im Auge, aber das wird sich nicht ausgehen. Dementsprechend bin ich auch froh, dass ich Qualifier gar nicht gemacht habe. Und zwar hatte ich im Auge entweder Elfit, das ist in Ägypten, oder German Throat an einem Team. Oh, nice. Ist aber ein bisschen davon abhängig, wie das jetzt funktioniert, weil ich habe mit Felix Reda geredet, der hat gemeint, ja, er war voll dabei beim Team. Aber wir haben noch ein bisschen Struggles, zweite Frau und zweiten Mann zu finden. Obwohl er gemeint hat, zweiten Mann könnten wir easy win finden. Also da hätte er genug, die er fragen könnte. Aber zweite Frau ist gerade ein bisschen problematisch. Und das würde halt nur funktionieren, wenn wir eine Wildcard kriegen, weil ich halt gerade keine Qualifier machen kann. Four. Ja. Und ich glaube, dass 11. Qualifier ja auch noch zu früh sein wird. Dementsprechend ist alles noch ein bisschen unsicher. Verstehe. Dann hat er mir noch zwei andere, glaube ich, Competitions geschickt, die wir zu zweit im Team machen könnten, wo er auch fragen würde, einfach wegen einer Wildcard. Sonst würde ich halt schauen, ob es vielleicht im Dezember oder Jänner was gibt, wo es vielleicht vom Qualifier ausgeht. Ja, das ist so das Erste, was ich CrossFit-mäßig angedacht habe. Ja. Obwohl ich vor nächsten Donnerstag mit zwei Mädels nach Frankreich zu einer Team-Competition, aber wir sind alle drei nicht fit, also ich kann halt kaum was machen. Und wir haben gesagt, ja, wir haben es jetzt schon zahlt und wir haben uns angemeldet und wir hängen halt Urlaub dran. Deswegen fahren wir halt mal hin, schauen uns einen Tag an, wenn es uns gar nicht mehr zahlt, fahren wir nur noch auf Urlaub. Okay. Und, ja. Ist es Marseille? Nein, ist Marseille. Ist Battle of the Normandie. Ah, okay. Ja. Okay, Normandie. Ist ein Dreier-Mädels-Team. Mhm. Und aber die anderen zwei machen nicht mehr wirklich CrossFit, deswegen ist es eh sehr entspannt. Ja. Okay. Also das zu Trainingsalltag und das zu zukünftigen Competitions. Coachst du selber auch? Ja. In einer Box? Ja. Also das machst du noch im Coil? Nein. Bei CrossFit Vienna, im Loft. Im Loft. Also du coachst im Loft, coachst du auch One-on-One? Ja, zurzeit habe ich niemanden, aber generell ja. Okay, das heißt, wenn jetzt jemand diesen Podcast sieht und sagt, die will ich haben als Coach, dann kann man sich an dich wenden? Ja, kann man sich an mich wenden. Wie erreicht man dich am besten? Instagram. Wie heißt du auf Instagram? Paula Underline Zikowski, aber statt Y hinten zwei I, glaube ich. Okay, und da hätte ich eine Frage. Ist es Y oder ist es I? Man sieht nämlich unterschiedliche Dinge bei unterschiedlichen Competitions. Es ist Y. Es ist Y, ja. Ja, passt. Paula, ich würde gerne, bevor ich zu den allerletzten Fragen komme, würde ich gern einen CrossFit-Steckbrief von dir erstellen. Okay. Sind Rapid-Fire-Questions, am besten gar nicht lang drüber nachdenken, sondern das, was dir als erstes in den Sinn kommt. Mhm. Okay. Imam, MRAP oder Four-Time? MRAP. Was ist dein wichtigster CrossFit-Ausrüstungsgegenstand im Sinne von Belt, Grips, Sleeves? Ich weiß nicht. sagen wir Belt. Belt. Bei dem Lied oder bei der Musikrichtung performe ich um 10% besser? Techno. Oh, sorry? Techno. Also Techno. Eher chilliger, aber Techno. Stell dir vor, du könntest ein CrossFit-Movement für immer löschen und es würde sich nie wieder jemand daran erinnern. Welches wäre das? Laufen. Ja. Reebok, No Bull oder Guns N' Roses? Guns N' Roses. Team oder Indie? Puh. Eigentlich bin ich mehr Team-Fan, aber es hat sich das Jahr leider noch nicht ergeben. Okay. Also du würdest gerne, ich meine, macht's Team bei der Competition, was ihr halt könnt. Ja. Also generell echt mehr Team über, mit den richtigen Teamkollegen. Mhm. Sofort Team. Aber ja, hat sich noch nicht ergeben, deswegen war einfach viel Indie jetzt. Gymnastics oder Weightlifting? Gymnastics. Ja. Wirklich? Ja. Wow. Okay. Was ist denn 1RM Backsquat? 130. Okay. Würde ich sagen. Bist du die erste Athletin, die das sofort ohne Nachdenken sagen kann? Ja, ich habe nach der EM
sehr viel zu squatten begonnen und habe dann irgendwann mal einen getestet, deswegen weiß ich es, aber sonst wüsste ich es auch nicht, weil ich teste das jetzt nicht so oft an sich. Ja. Nie wieder Chalk oder nie wieder Tape? Nie wieder Chalk. Nie wieder Chalk, okay. Normalerweise frage ich jetzt an dieser Stelle, wenn du einem CrossFit-Neuling 3 Tipps geben könntest, welche wären das? Bei dir würde ich es aber gerne ein bisschen umlegen, nachdem du so eine Weightlifting-Spezialistin bist. Mhm. Meine Frage an dich, jemand kommt zu dir und möchte im Weightlifting beginnen. Mhm. Komplett am Anfang der Weightlifting-Karriere. Und du kannst dieser Person 3 Tipps geben. Welche 3 Tipps wären das? Direkt einen Coach suchen, mit dem man one-on-one arbeitet. Mhm. Also gerade beim Gewichtheben, beim CrossFit finde ich es nicht 100% so wichtig am Anfang, obwohl es zum Skills-Lernen auch sehr viel besser ist. Aber gerade beim Gewichtheben auf jeden Fall einen Coach suchen, mit dem man one-on-one arbeitet. Nicht zu früh zu viel wollen. Nicht zu früh zu viel wollen, okay. Ist, glaube ich, was ein ziemlich großes Problem von mir ist. Und einen Ausgleichssport machen. Aha. Einen Ausgleichssport zum Weightlifting machen? Ja. Weil Weightlifting so einseitig ist? Ja, und das ist halt was mir persönlich sehr viel weitergeholfen hat, dass ich eben Voltigieren mache und dass ich eben davor CrossFit gemacht habe, weil es einfach was komplett anderes ist und man einfach stärker wird dadurch und nicht die ganze Zeit dieselben Winkel in jedem Gelenk hat und dieselbe Belastung auf alles. Ja, klingt sehr, sehr logisch. Ja. Ja. Voll. Cool, danke dir. CrossFit Games 2023. Ein Name, wer gewinnt bei den Damen? Das ist jetzt schwer, nachdem die Mel O'Brien weg ist. Ich glaube, die Laura Howard. Also ich würde mir für sie wünschen, sagen wir so. Okay. Ein Name, wer gewinnt bei den Herren? Justin Medeiros? Ich weiß Justin nicht. Medeiros. Ich habe bei den Herren gar keine Ahnung. Okay. Also ja. We will see. Ich habe, bevor wir diese Folge begonnen haben, auf Instagram gefragt, ob es andere Leute gibt, die Fragen an dich haben. Da kam ein bisschen was. Okay. Aperol oder Kaiserspritzer? Kaiserspritzer. Kaiserspritzer. Kurz dazu, ich hasse Aperol. Aha, okay, sie hasst Aperol. Wusste ich nicht. Sind meistens die Fragen, die kommen sind irgendwelche Insider, wo ich mich null auskenne. So wie auch wahrscheinlich die nächste. Wie zur Hölle kann man Artischocken mit Butter so feiern? Steht da mit Butter? Ja. Ich esse nie Artischocken mit Butter. Ich esse generell sehr gerne Artischocken. Okay. Und ich esse generell sehr, sehr gern Butter. Aber nicht gemeinsam. Ich würde schon gemeinsam essen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber eigentlich esse ich wirklich gerne Artischocken mit Mayonnaise. Artischocken mit Mayonnaise? Ja, liebe ich. Okay, habe ich noch nie. Muss ich mal probieren. Und dann kam eine sehr nette Frage. Wie kann man so hot ausschauen, während man trainiert? Das ist wirklich eine nette Frage. Und dann kam noch eine Frage. Michi, bitte frag sie, ob sie aufgrund ihrer Muckis von Leuten auch nicht unbedingt positiv angesprochen wird. Also so das Thema Body Image. Hast du da Erfahrungen? Möchtest du sie vielleicht kurz mit uns teilen? Ja, also alles durch die Bank. Von mir schreiben Leute auf Instagram, dass ich nie Kinder bekommen werde, weil ich so viele Steroide nehme, bis zu einfach nur blöde Blicke. Also alles durch die Bank. Wie tief kann man sinken? Okay. Ja. Wahnsinn traurig, dass du sowas erleben musst. Bekommst du auch positive Zusprachen? Ja, ja, auch so viel. Also, glaube ich auch. Ja. Paula, ich habe mich komplett in meine Karten verloren. Ich sage dir, wie es ist. Normalerweise an dieser Stelle stelle ich die Frage, wie viele Double Unders du in 20 Sekunden schaffst. Ich nehme an, / fürchte, Double Unders sind kein Thema mit deinem Handgelenk. Ich glaube schon, das geht. Glaubst du, es geht? Ja. Okay, dann stelle ich auch jetzt die Frage, was glaubst du, wie viele Double Unders schaffst du in 20 Sekunden? Es kommt darauf, wie viele Versuche ich habe. 2. Ich bin nicht so die Double-Under-Spezialistin. Wenn ich nicht hängen bleibe, würde ich sagen um die 40. Wie viel? Um die 40, wenn man nicht hängen bleibt. Um die 40, okay. Sonst. Gut, wenn du hängen bleibst, muss man ja schauen, was passiert. Ja. Probieren wir es? Ja, probieren wir es. Perfekt. Gut. Let's go.
Well done. Paula, ich glaube, es war im dritten Versuch 38. Mhm. Wie zufrieden bist du damit in Anbetracht deiner Verletzung am Handgelenk? Eigentlich recht zufrieden. Ja. Ich wusste nicht mal, ob ich springen kann oder nicht mit dem Ding, aber es geht ganz gut. Es geht ganz gut. Ja. Du bist die Erste, die nicht super außer Atem wirkt nach dieser Übung. Also auch da Kompliment. Danke. liebe Paula, ich möchte mich an der Stelle riesig bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und mir heute diese 1,5 Stunden geschenkt hast. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was du vielleicht loswerden möchtest, was du sagen möchtest? Anything we didn't talk about, das du gerne erwähnt hättest? Erstens, danke für die Einladung. Danke, dass du gekommen bist. Und eigentlich sonst nicht so richtig. Passt, muss auch nicht sein. Es hat unheimlich Spaß gemacht, dich in diesen 2 Monaten online auf sämtlichen Competitions zu verfolgen. Ich drücke dir die Daumen, dass deine Verletzungen bald wieder sind, dass es auch bald wieder geht, dass wir dich wieder online bei großen Competitions sehen. An der Stelle ein Riesendanke auch wieder an die Crosszone, an den Fabian und an den Max, die das hier ermöglichen, dass ich hier filmen darf. Und das war Folge Nummer 6 von Good Morning Murph. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, baba.